Ja, wir kommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall in dieser höchst schönen, wundervollen Musik. So, jetzt gehen wir in die nächste Route und zwar zum See des Zorns. Es ist Dienstag heute, auch live ist es heute Dienstag, wenn ihr dieses Video sofort nach dem Video anschaut. Hier kamen nur Wanderer vorbei, die auf dem Weg zum See des Zorns waren. Also sind wir jetzt quasi auch ein Wanderer. Ja, es ist Dienstag. Heute hatte ich einen harten Tag. Aus dem Grund, weil ich heute sehr viel Rechnungswesen machen musste. Da machen wir gerade wieder so Teekotten-Scheiße. Ja. Müsst ihr nicht wissen, was das eigentlich ist. Man kann so viel unternehmen mit seinem Pokémon. Das macht unheimlich viel Spaß. Ja, wie zum Beispiel ein Abenteuer in Johto bestreiten. Nicht wahr, Camper? Call of Duty Camper Moritz. Ein Sandan. Tja, was machen wir denn mit dir, Sandan, hä? Ich habe mir schon was überlegt, was wir mit dir machen können. Wir können dich verbrennen. Wir können dich, wir können surfen. Also, wir können dich als Surfbett verwenden. Oder wir verwenden unser Evoli. Genau, ich verwende mal Evoli. So, nicht vergiften, nicht vergiften, nicht ver... Nicht vergiften. Na, super. Ich glaube, ich sollte einfach nur meine Fresse halten, wenn der Gegner Giftstachel einsetzt. Das wäre vielleicht das Beste. Ach ja, falls ihr gerade so ein Geklopf hört, das ist mein Vater. Der macht gerade Abendessen. Abendessen. Lecker. Ja, der hämmert gerade mit seinem Hammer irgendwie auf die Schnitzel. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich bin kein Koch. Ich habe noch nie in meinem Leben was gekocht. Und ich bin neuesten. So. Ach komm, oh, Evoli, das schaffst du, auch wenn du vergiftet bist und nach dem Kampf wahrscheinlich useless für mich sein wirst. Aber du möchtest dich ja entwickeln, ne? Aber wir bekommen ja das... wer hat gesagt, dass wir ein Item bekommen, um das zu entwickeln? Wir brauchen kein Item, um Evoli zu entwickeln. Ich rede einfach nur so daher, um euch wieder zu täuschen. Nee, das bleibt ein Geheimnis, welches Pokémon Evoli werden wird. So, Sandama, ein leichter Gegner, denn es hat nur Level 17. Was ist hier los? Warum so schwache Pokémon? Also ich finde, die Pokémon hätte man hier ruhig stärker machen können in dieser Generation. Denn die sind ja viel zu schwach. Was soll denn der Mist eigentlich? Oh, komm schon, Zubat, ey, ich wäre mit einem Golbat sogar zufrieden, aber Zubat, komm schon, selbst wenn das Golbat ein niedriges Level hätte, wäre ich sogar nicht zufrieden. Aber, Zubat, das ist ja Kindergarten. Das ist wie meine Schule, Kindergarten. So. Okay, gegen Giftbeere auf Evoli, so. Saugen wir ruhig ein bisschen Blut ab, das macht mir oder mein Evoli in dem Fall nichts aus. Ein Evoli ist hart im Nehmen. Gut, haben wir vielleicht ein Heilitem, einen Hypertrank. Ja, den möchte ich jetzt eigentlich nicht gerne verwenden, denn der hat ja eigentlich 2 KP. Ach, was soll's, komm. Ja, ihr könnt mich jetzt gerne zuhaten, voll die Verschwendung, ich weiß, aber egal. Ich habe jetzt keine Lust, ins Pokémon Center zurückzulaufen. Okay, und außerdem ist Zubat ein perfekter Gegner für Evoli, denn Evoli hat eine Chance gegen dieses erbärmliche Zubat. Seht euch an, wie wenig das abzieht. Das gibt's doch gar nicht. Pff, nicht einmal die Erfahrungspunkte waren es wert gewesen. Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Ja, gegen Zubat zu kämpfen, die nur Level 17 haben, macht auch keinen Spaß. So, hier ist ein Haus. Schauen wir mal nach. Tipps für Trainer. Alle Pokémon haben Vor- und Nachteile. Das hängt ganz davon ab, welchem Element sie angehören. Sind zwei Pokémon unterschiedliche Elemente, kann sogar ein Pokémon verlieren, das einen höheren Level hat. Finde heraus, welche Elemente effektiv oder ineffektiv gegen deine Pokémon sind. Die weiß ich bereits, da müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen, falls ihr die nicht wissen solltet. Aber ich vermute mal, dass ihr schon wisst, was gegen was sehr effektiv ist. Hoffe ich zumindest. Ansonsten... ja. Bringt's euch bei. Oh, was? Stehen geblieben! Der Wegzahl beträgt 1000! Vielen Dank! Ja, bitteschön.
Gut, hat sich so super gelohnt. Hat uns 1000 gekostet, super, egal. Ein Top-Aether war das Item. Gut, hier ist wieder so ein Gras-Dingens und da greift uns ein wildes Pokémon an. Was ist das für ein Pokémon? Blutzuck. Hallo Blutzuck. Oh, er schimmert mit seinen roten Augen, mit seinen Albino-Augen. Auch wieder ein perfekter Gegner für Evoli. Na los, Evoli. Ach, mir fällt gerade ein, wir sollten noch beim Chauffeur vorbeischauen, ne? Bei dieser Modelagentur für Pokémon. Keine Ahnung, wie ich auf Model komme. Ich sag das einfach so. Natürlich spielt Evoli jetzt wieder einen auf Emo. Super, ich bin begeistert. Evoli, warum kriegst du dich nicht gleich komplett selbst? Da sparst du mir die Arbeit, dich zu trainieren. So, jetzt. Meine Güte, Evoli zickt aber rum. Gut, jetzt ist die Frage, wollen wir... Ach, wisst ihr was? Ich gehe am Ende des Parts dorthin. Hey, hast du seltene Pokémon? Vielleicht. Vielleicht aber auch. Möglicherweise wer? Möglicherweise nein. Ein Schlöllelurp. Oh meine Fresse, der Oralkönig. King of Oral. Was machen wir denn da? King of Oral, was machen wir denn da? Ich nehme mal Gyarados. The King of Dragons oder Water Pokémon. Whatever. Oh Mann, morgen habe ich wieder Englisch. Scheiße. I can practice my English for tomorrow. So, let's serve the Schlurp. Oder keine Ahnung, was Schlurp auf Englisch heißt. Irgendwas mit Tang. Tang. Zunge, ihr wisst schon. Bam, da stampft er auf mein Gyarados. Mit Wut, Empörung. Mit Empörung sagt man das so? Egal, fragt mein Deutschlehrer. Oder fragt euren Deutschlehrer, falls ihr noch in die Schule geht. Fragt ihm, was mit... Ach, jetzt hab ich vergessen, was ich gesagt habe. Seht ihr, Kurzzeitgedächtnis. Ich konzentriere mich nur aufs Spielen. Meine armen Pokémon-Lieblinge. Deine Lieblinge. Schläfst du mit denen oder was? Weil du sie Lieblinge nennst. Blutzuck. Hey Blutzuck, was geht? Was bist du? Irgendwie ist Blutzuck irgendwie... Ich weiß nicht. Sieht aus wie ein Blutzuck. Oh Mann. Gehst du auch zum See des Zahns? Spielen wir ein bisschen. Ja, was willst du denn spielen? Ich habe hier Solitär, ich habe hier Tetris, ich habe hier Backgammon, ich habe hier sogar Yahtzee. Genau, spielen wir Yahtzee. Ach nee, habe ich nicht. Wie wär's? Spielen Pokémon, genau. Also gut. Ilona, was willst du von mir? Was willst du spielen? Ach komm, Pipi, ey. Was soll der Müll? Okay, es hat Level 20. Jetzt riech ich mir schon ein bisschen auf, ne? Ja, ich hatte heute einen stressigen Tag, deswegen bin ich jetzt heute nicht ganz so gut drauf wie im letzten Part zum Beispiel. Hatte ehrlich gesagt keine Lust auf Let's Play aufnehmen jetzt. Wollte eigentlich gerade Warcraft 3 ein bisschen zocken, ne? Aber egal. Nur für euch spiele ich jetzt Pokémon, weil wir müssen Pokémon langsam fertig werden. Ich meine, Leute, wir spielen das schon seit Dezember und jetzt ist Juli, Mitte Juli. Schon seit ein halbes Jahr spielen wir schon Pokémon Kristall. Super. Wir sind noch gar nicht mal so richtig weit. Wir haben noch nicht mal alle Orden, also... Wir müssen echt vorankommen in Pokémon, deswegen mache ich in letzter Zeit auch mehr Pokémon-Parts. Und außerdem sind ja bald Sommerferien, in Bayern zumindest, also bei mir, ich wohne ja in Bayern, für die, die es noch nicht wissen. Kann man wahrscheinlich an meinem Akzent auch ein bisschen erkennen, dass ich aus Bayern komme. Oder genauer gesagt aus Schwabe. Aus Augsburg. Aus Augsburg, Kommi. Ihr habt zu lang gespielt. So, jetzt, wer ruft denn da jetzt an? Amadeus, was willst du von mir? Hier ist Amadeus. Die perfekte Nacht zum Angeln. Ich fand etwas Kleines am Ufer, wie gesprochen, es gehört dir. Ich warte auf Runde 42. Das werden wir uns natürlich holen. Moment of a Wall. Ich benutze jetzt ein Pokémon, das wir nicht haben zum Fliegen. Verfrierte Scheiße. Verfrierte Scheiße?
Ja, genau, verfrierst die Scheiße. Trifft sich ganz gut, denn unser nächster Orden ist eine Eisarena. Oder ein Eisarena-Leiter, whatever. Und nächster Kampf meine ich. Boah, leck mich. Ich weiß, ich kann mich gescheit ausdrücken. Ausdrücken! So, was willst du? Ah, da bist du endlich. Wie versprochen, dein Geschenk. Ein Wasserstein. Ich rufe dich an, wenn ich etwas Nützliches finde. Gut, ich würde sagen, wir haben hier einen Wasserstein, einen wunderbaren, schönen Wasserstein. Und wir haben außerdem noch ein wunderbares Evoli. Allerdings muss ich dazu sagen, dass Aquana ein Pokémon ist, das wir natürlich nicht verwenden. So, jetzt habe ich euch ein bisschen verarztet, genau, verarztet. Ich bin nämlich Arzt, wisst ihr? Ich verarzte gerne Leute. Genau, das tue ich, ja. Nee, also, wie gesagt, Aquana kommt nicht in unser Team. Auch wenn ich Aquana gerne mal ins Team haben möchte, aber vielleicht in der ersten Generation mal wieder. Wenn wir mal Rot oder Blau spielen sollten oder was auch immer, dann holen wir uns vielleicht eine Aquana rein, aber in diesem Let's Play holen wir uns keine Aquana rein. Warum halbe ich El Pollo gelagelt? Ich wollte doch eigentlich nicht El Pollo lageln, ich wollte was mieten, ich wollte hier genug Fan sein. Ach, scheiß drauf. So, El Pollo. Nein, warum. Oh, jetzt habe ich so Fenster mitgenommen, die Bohnenstange, ey. Rein mit dir, Bohnenstange. Ich glaube, ich benenne deinen Namen um in Bohnenstange, weil du so aussiehst. So, hier, Alpollo. Gut, was nehmen wir denn noch mit? Ich würde sagen, ein Pokémon, das fliegen kann. Und zwar... Na, wie heißt das Pokémon? Hapsi. Nein, ich will dich nicht mitnehmen. Hör auf, lass mich in Ruhe. So, ich hab sie jetzt endlich. Steht ihr? Hapsi? Ja gut, der Witz, der war noch vom letzten Part. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir nach... Ducatia City und gehen zum Chauffeur mal wieder, so dass unser Golbat sich endlich zu X-Bart entwickelt. Hoffentlich sollte ich sich schon seit 5 Level entwickeln. Aber es liegt daran, weil wir ja immer so mit großen Abständen Let's Play Parts aufnehmen. Weil ich glaube, dass auch ich glaube, das hat irgendeine Auswirkung, wenn man länger kein Pokémon zockt oder spielt. Zocken ist ja so ein ja, ein anderes Deutsch, sag ich mal. Und dann sinkt die Zuneigung des Pokémons zum Trainer, wenn man länger nicht mehr gespielt. Wenn man den länger nicht mehr spielt. Oh Gott, seht ihr, wie ich stottere? Das gibt's doch gar nicht. Okay, seh, wie schön es wird. Ja, das ist eine richtige Prinzessin jetzt, unser Golbat. Ja, so jetzt. Gut, und ich hoffe, die Prinzessin wird es zu einem monströsen Killer mit fetten Zähnen und spitzen Flügeln. Flügeln? Egal, ihr wisst schon, Flügeln. X-Bart hat Flügel. Für Dumme jetzt unter euch. Ich will jetzt nicht damit behaupten, dass ihr dumm seid, aber nur für die Dummen unter euch, ne? Und so, wie zum Beispiel der Typ da hinter mir mit dem schwarzen Cape und so, der aussieht wie Batman und ständig gegen dieses Schild starrt. Schild! Ich mag Schilder! Das Schild, das starre ich sehr gerne an! Geil, Schild! Was führst du im Schilde? Ah. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Was? Okay. Ja, wir können ja so zum durch See des Zorns gehen. Möchte ich aber nicht, denn hier auf dieser Route gibt es ja ein paar Trainer, die wollen wir noch bekämpfen. So, und jetzt gehen wir wieder da durch und... zahlen mal wieder diesen freundlichen, Leuten den Wegzoll. Weil sie so freundlich sind. Oh, Noctu. Noctu. Also Noctu... Oh, F16. Ey, wollt ihr mich... hinters Licht führen? Also gut, Golbat. Zerbeiß ihn mal. Oder sie, weil sie ja ein
einem weibliches Pokémon ist. So. Wir könnten auch eigentlich mal die neue Flügelschlagattacke von Golbat testen. Ja, könnten wir machen. Flügelschlag! Gut, Noctu ist down. Also gut, und jetzt teste ich mal was. Und zwar kann man zwar ein bisschen als Cheaten nennen, aber das ist eigentlich kein Cheaten, weil man kann es ja auch auf einem regulären Gameboy auch, was ich jetzt mache. Und zwar werde ich jetzt speichern und Golbat einen Sonderbomben geben, um zu schauen, ob unsere Zuneigung schon so hoch ist, dass es sich entwickelt. So, ich bin gespannt. Nein, noch nicht. Jetzt entwickelt sich's, okay. Gut, hat uns zwar zwei Sonderbonbons gekostet, aber egal. Jetzt haben wir einen X-Bart. Hallo, Hallöchen, X-Bart. So, ich benenne dich um in Batman. Klingt viel cooler als X-Bart. Nein, natürlich nicht. Aber wir können X-Bart Fliegen beibringen. Ich muss aber zuvor ja noch nachschauen, welche Attacken wir behalten dürfen oder verlieren sollten. Und deswegen mache ich jetzt mal eine kleine Pause und schaue nach. Bis gleich. Okay, die Attacke Fliegen steht im Moveset drin. Welche Attacke wollen wir denn verlernen? Ich wäre für den Blutsauger. So, Blutsauger ist nicht ganz so useful. So, bewundern wir unser neues X-Bart. Hehe, 110 KP. Ein richtiges Killermonster. Gut, golden haben wir Alpollo, unser nicht vorhandenes Team-Pokémon Hubsi. Und, Moment, muss nach oben scrollen. Iglava sollte sich in 3 Leveln, glaube ich, entwickeln. Bin mir aber nicht so sicher. Das wird sich schon zeigen. Oder nee, das verwechsel ich jetzt mit Impagato, dem Wasserstarter. Nee, ich glaube, Iglava entwickelt sich erst mit Level 36 zum nächsten Pokémon. Stell dir mal vor, so ein Silver hat sich über mein Pokémon lustig gemacht. Unverschämtheit, mein Pokémon ist toll. Ja, dann lass mal sehen, wer es ein Kapado ist, kann ich ihn verstehen. Okay, Hiro, wollen wir mal dein Pokémon mit gutachten. Boah, Nidoking hat natürlich Style, aber Level 19, naja, sagt mir jetzt nicht ganz so zu. Ich glaube, dein Golking wollte ich sagen, dein Nidoking muss mal mit meinem Gyarados ein Gespräch führen. Zwischen Mann und Frau. Mann, wir haben ein weibliches Gyarados, stell dir das mal vor. Oh Gott. Gut, es wird ein One-Hit-Kill, keine Frage. Was macht mein Vater jetzt schon wieder? Saugt der? Im Balkon? What the fuck? Okay, Level 36 wollte ich sagen. Level 26. Ey. Nee, der sägt. Was, der sägt? Ich sag dazu jetzt gar nichts. Es geht euch einen Scheiß an, was mein Vater da macht, okay? Oh Gott. Und mir eigentlich auch. Fuck das. Mein Nidoking hat sich wacker geschlagen. Ey. Boah, das nervt! Ich liebe Pokémon! Deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu sammeln und damit werde ich nicht mehr aufhören! Ich auch nicht. Der könnte jetzt durch langsam mal mit dem Sägen aufhören. Ich meine, das nervt mich ganz schön, oh Lamas. Also gut, Lamas hat eine Schwäche oder zwei Schwächen. Und zwar Unlicht und Geist. Ne, drei Schwächen. Pflanze auch noch, ne? Unlicht, Geist, Pflanze. Elektro auch noch. Mehrere Schwächen, also. Gut, wir haben Unlicht und Geist. Ich verwende jetzt mal Alpollo. Ich würde jetzt am liebsten das X-Bart einsetzen, was sich gerade entwickelt hat. Aber Alpollo sollte sich ja auch ein bisschen mal im Kampf zeigen. Mit seiner Spuckballattacke zum Beispiel.
Gut, das war's auch schon. Ey, so kann man doch nicht leveln, wenn die Pokémon so schwach sind. Boah. Wie konntest du mir das antun? Ganz einfach, ich habe mit Spukball angegriffen. So. Gut, dann geht's hier noch weiter. Hier ist ein kleiner Teich oder sowas ähnliches. Und noch ein Blutzug. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Oder, Evoli, magst du gegen das Blutzug kämpfen? Ja, natürlich. Keine Sporenattacke. Naja, gut, Aussetzer. Jetzt kann so Evoli nicht mehr angreifen. Okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Hast nochmal Glück gehabt. So, hier ist ein weiterer Trainer. Ich schätze mal, es ist ein Angler. Ich bin gerade ziemlich am Bauen. Vielleicht liegt es an einem Item, das ich benutze. Kämpfen wir, das hebt vielleicht meine Laune. Okay, if you want. Ja, ganz wie ich vermutet habe, ein Angler. Was ist das für ein Name? Kennt ihr jemanden, der Anselm heißt? Hallo Anselm! Müssen wir merken, den Namen. Anselm, Anselm. So nenne ich meinen Sohn, wenn ich mal ein Kind kriege. Anselm, 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 Anselm. So Kack. Pador. Level C im... Die nachfolgende Sendung verzögert sich um wahrscheinlich 2 Stunden. Muss ich das kommentieren? Nein. Ich glaube, Carpador-Kämpfe muss ich nicht mehr kommentieren. Ab sofort nehme ich mir vor, Carpador-Kämpfe nicht mehr zu kommentieren. Für den Rest meiner Let's Player-Karriere werde ich keinen Carpador-Kampf mehr kommentieren. Wenn ich auch nur das Wort Carpador höre, werde ich nichts mehr sagen für den Ende des Kampfes. Carpador, ey. Was soll der Müll? Carpador! Jungs! Ja gut, Gyarados, das ist schon mal eine Nummer besser. Oh mein Gyarados Battle! Level 10? Was? Level 10? Wahrscheinlich greift es auch nur mit Platsch an. Moment, ich will jetzt sehen, was das für Attacken drauf hat. Alter, das war ja fast ein Wort. Fuchtler? Level 10 und Fuchtler. Genau, und Gyarados Level 10 mit einer Fuchtler-Attacke. Da gibt's 3 Welten. Ne, 2 Erklärungen, wie das nicht gehen kann. Erstens, Gyarados lernt Fuchtler erst im Level, keine Ahnung. Zweitens, Carpador entwickelt sich erst im Level 20 zu Gyarados. Daher gibt es gar keine Level 10 Gyaradosse. Bis auf dieses hier. Das macht mich ganz wütend. Oder Gyarados, in meinen Gyarados in dem Fall. So. Naja gut, gibt ein wenig mehr Erfahrungspunkte als Carpador. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Leckt mich, ihr scheiß Carpadore. Gut, kommt da noch eins? Nein, okay. Das hat wahrscheinlich jetzt Level 15. Was immer noch sehr schwach ist. Ich wäre schon mit Level 25 zu... Oder mit Level 20 wäre ich zufrieden. Oder mit Level 25. 25 wäre perfekt für dieses... Ja, für diese Ebene jetzt. Aber Level 15, das ist... Das ist Pokémon für Anfänger. Das kann ich sogar im Schlaf spielen. Egal, ich beschwere mich jetzt nicht darüber. Ich habe verloren, aber ich fühle mich trotzdem besser. Ja, weil du deine Carpadors nicht mehr sehen musst. So. Und hier brauchen wir Zerschneider, welches wir noch nicht besitzen. Aber ich glaube, dass Hapsi Zerschneider anwenden kann. So, mein Pokémon Instinkt hat mir gesagt, dass hier ein Top-Gymnasium steckt. Warum sonst hätten die Entwickler hier einen Ort, eine leere Fläche hingebaut? So, jetzt schaue ich nach, wie gesagt, ob ein Pokémon die Attacke Zerschneider kann von unserem Team. Okay, es kann niemand Zerschneider. Das ist allerdings nicht so schlimm, denn
wie haben wir unser Xbox? Mit dem können wir nach Marmoria City oder wie auch die Stadt auch heißt, fliegen. Mahagonia City, whatever. Holen uns unser Knuffenser ab. Das trifft sich ganz gut, denn jetzt bekommen wir unser Hubsi weg. Wir brauchen es ja nicht mehr. Wir haben ja jetzt ein X-Bot, das fliegen kann. Und mit diesem Knuffenser, welches wir jetzt mitnehmen, werden wir jetzt zum See des Zorns laufen. Und wir werden unser Knuffenser so verwenden, so dass es den Busch zerstören kann, welches wir dann... warum sage ich immer welches? Welches Knuffenser ist das? Ey, was rede ich hier gerade für Müll? So, auf zum See des Zorns! Da ist wieder dieser fette, schwarze, schwarz tragende Typ. So, die See ist ruhig, bla bla bla. Nein, aber leck mich. Hey, das Spiel will mich trollen. Okay, gleich haben wir es ja geschafft. Für diesen Part zumindest, oder für diese Route, für beides eigentlich, ne? Wir haben jetzt da ein X-Bot. Zwar wollte ich die Sonderbonbons nicht alle verwenden, aber egal, jetzt haben wir ein X-Bot. Gut, dann jetzt schauen wir nach, was sich hier befindet. Hier müssen wir sehr viel zerschneiden. Finde ich übrigens gut, dass die Entwickler jetzt es so gemacht haben, dass man nicht mehr so ins Menü reingehen muss und das Pokémon anwählen muss, um den Zerschneider einsetzen zu müssen. So, mein Pokémon Instinkt hat mir verraten, dass hier ein Sonderbonbon ist. Warum sonst hätten die Entwickler diesen Ort hierhin platziert, wenn hier nichts wäre? So, hier ist der Schneiderbusch Nummer 3. Zack! Oh Gott, noch einer. Eigentlich voll unnötig, hier diese Zerschneiderbüsche hin zu platzieren, aber egal. Schafft ein bisschen Atmosphäre mit... ja, schafft ein bisschen Atmosphäre halt, ne? Mit was kann ich nicht sagen. Ey, da ist noch ein Zerschneiderbusch. So, holen wir uns dieses Item. Müsste ein Item sein? Nein, ist es kein Item, nur ein Elixier. Wir sollten, glaube ich, mal auch die Items langsam wieder verwalten oder beziehungsweise lagern, die Items, die wir nicht brauchen. Habe ich ja in diesem, im letzten Part habe ich es ja nur ganz flüchtig, den letzten Part, den habe ich ein bisschen zu früh beendet. Erst nachdem ich den Part gerendert habe, ist mir aufgefallen, dass wir nicht die Items gelagert haben, die wir nicht brauchen. Das war ein Fehler. So, wir haben TM 43 gefunden. Warte, ich weiß, was das für ein Item ist. TM. Ich weiß, was das für ein TM ist. TM 43. Was ist das für ein TM? Ich prophezeie. Kraftreserve. Scanner. Fuck. Okay, fail. Ich könnte schwören, aber dass es hier Kraftreserve auch gibt. Vielleicht in dem Haus mal schauen. Ey, Amadeus, was willst du? Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen. Lass mich in Frieden. Musst du mich alle 15 Minuten nerven mit deinem Angerufe? Verdammter Spammer. Du bist viel herumgekommen. Ich habe hier meditiert. In mir ist eine neue Kraft zum Leben erwacht. Lass mich deine Kraft mit deinen... Oder lass mich meine Kraft mit deinem Pokémon teilen. Whatever. Nimm dies, Kind. Das müsste Kraftreserve sein. Siehst du, das ist Kraftreserve. Sie bringt die wahre Kraft der Pokémon zum Vorschein. Vergiss nicht, Typen und Stärke der Attacken hängt vom jeweiligen Pokémon ab. Ja, das stimmt. So, hier ist wieder ein Fernseher ohne Inhalt. Dies ist ein Fernsehgerät. Was läuft denn da gerade? RTL? Ganz ehrlich, warum läuft ihr ganz ehrlich immer ganz ehrlich RTL? Das ist mir völlig von ganz ehrlich scheißegal. Ganz ehrlich, warum soll ich jetzt ganz ehrlich zum See des Zorns? Ganz einfach, weil du so ehrlich bist. Ach ja, stimmt. So, und jetzt haben wir den Part geschafft. Fast schon. Und ich kann Warcraft 3 spielen. Yippie!
Ja, im nächsten Part bin ich hoffentlich besser gelaunt und kann mich auch ein bisschen besser ausdrücken und nuschel nicht so, wie man das auch nennt, oder stottere, whatever. Im nächsten Part schauen wir nach, was ich mit diesen schwarzen Cape tragenden Typen auf sich hat. Mit rassistischen Wörtern sage ich tschüss. Bis zum nächsten Part. Ciao. Mann, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Rassistischen Wörtern.